Willkommen im Stadtbad Aachen zum Talk aus der Wanne. Mit in der Wanne auf dem Wannensofa sitzt mit mir Patricia Jasmin Graf. Hallo. Hallo. Das macht sehr neugierig, das Netzwerk, für das Sie hier stehen. Das ist die Designmetropole Aachen. Genau. Können Sie mir mal sagen, wofür die Designmetropole Aachen steht? Also wir sind im Prinzip ein loses Netzwerk. Uns gibt es tatsächlich seit 2005. Nur waren wir eigentlich auf der Welt überall bekannter als hier in Aachen selbst. Das ist ja oft so, dass der Prophet im eigenen Land nichts ist. Und wir uns so langsam in den letzten Jahren halt immer wieder mit kreativen Guerilla-Aktionen halt auch Sichtbarkeit geschaffen haben. Kreative Guerilla-Aktionen, das ist ja was eigentlich nicht so richtig zum alten Aachen passt. Dann kriegen die Aachener immer direkt einen Schauer über dem Rücken. Nennen Sie mal eine Guerilla-Aktion, mit der Sie erfolgreich waren, damit man sich vorstellt, dass das auch was Tolles sein kann. Also unter anderem ja, wir waren das natürlich nicht, aber die Fahnenklau-Aktion am Ludwig-Forum, wo die Originalausstellungsfahnen entführt wurden und IKEA-Fahnen gehisst, um mehr Besucher ins Museum zu leiten, weil die sonst ja immer alle nach Herlen zu IKEA fahren. Und das war eine sehr lustige Guerilla-Aktion, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, Sie haben anlässlich einer Ausstellung, haben Sie unten an der Jülicher Straße überall IKEA-Fahnen aufgestellt, gehisst, um die Leute dahin zu locken, weil Sie dann dachten, das sei ein IKEA-Haus oder wie verstehe genau, ich das? Also es war irgendwie so im Marketing-Club ein Ursprung und zwar ging da die Diskussion um den grenzüberschreitenden kulturellen Austausch. Und wir haben dann gesagt, ja okay, also irgendwie fahren alle immer nach IKEA Herlen, also zu IKEA Herlen und viele und man beschwert sich, warum die Holländer nicht nach Aachen fahren und nicht in dieses tolle Museum gehen, was ja wirklich sehr tolle Kunst zeigt und sich nicht verstecken muss. Und wie kriegt man das hin? Und so als Gag eigentlich haben wir dann gesagt, gut, vielleicht müsste man mal H&M oder IKEA dran schreiben. Das fanden halt aber die Aachener jetzt gar nicht so witzig in dieser Diskussionsrunde und wir waren dann natürlich so bescheuert und haben gedacht, okay, das muss man eigentlich tatsächlich einfach machen. Und das war natürlich dann auch 3 Tage lang immer in der Presse auf Seite 3 und IKEA hat tatsächlich selbst eine Forderung erfüllt. Also wir wollten jeden Mittwoch Kotböller, wir wollten Hotdogs für 1 Euro im Foyer und ein Bällebad in der Mulde, das uns dann Frau Franzen auch tatsächlich versprochen hatte. Bisher ist es noch nicht erfüllt worden, dann war diese Architektur dort und wir haben aber dann Frau Franzen zum Abschied auch ein Bällebad to go noch in die Pressekonferenz geschickt. Tolle Idee. Wie sind Sie denn organisiert, die Designmetropole? Ist das ein Haben Sie auch ein gemeinsames Büro oder ein ideelles Büro? Mehrere gemeinsame Ateliers, also so Coworking Spaces. Manchmal sind es 5, manchmal sind es 3. Und wir sind über 40 Proud Members mittlerweile, aber die immer wieder in losen Zusammenschlüssen kooperieren. Manchmal 3, manchmal fahren 8 gemeinsam auf eine Messe, manchmal organisieren 16 Labels zusammen die Aula Show, dieser Metropole Aachen Show in der Aula Carolina. Und je nachdem, wie das zusammenpasst, das sind halt Leute aus Grafikdesign, Fotografie, Modedesign, Produktdesign, Kommunikationsdesign, Architekten, Fotografen, bunt gemischt. Ich muss nochmal schnell ein Wort wiederholen, damit das nicht so einfach untergeht. Sie sagten Proud Members, also alle Leute, die bei Ihnen mitarbeiten, nennen sich Proud Members, also stolze Mitglieder. Genau. Und dann habe ich gehört oder gelesen, dass die Netzwerker treffen bei Ihnen, Designersaufen heißen. Ja, genau. Die haben noch einen Untertitel, also Designer plus Bier gleich Idee hoch 4. Ach so, ja. Also bei uns geht es immer so darum, dass wir merken, eigentlich hilft immer so dieser informelle Rahmen oder dass man bei einem Bierchen an der Bar oder in der Theke meistens die kreativsten Ideen hat. Und man, also wir Kreativen uns halt nicht so statisch irgendwie an einem großen Verwaltungstisch treffen, um Ideen oder Konzepte zu entwickeln, weil die meistens eigentlich so im Gespräch entstehen, bei einem Bierchen, bei Musik und Netzwerktreffen und oft aus einer bescheuerten Idee dann auf einmal wirklich ein Konzept wird und wir das ausarbeiten und durchführen und ja. Und wie sind Sie mit Herrn Beitin, dem noch amtierenden Ludwig-Forums-Direktor, zusammengekommen? Sie haben ja offenbar auch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit ihm gestartet. Also er hat uns tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal im Hotel Total entdeckt. Da sind wir uns begegnet im Sommer 2016 und sind dann ins Gespräch gekommen und ihm halt wirklich sehr, sehr dankbar, weil er dieses Potenzial erkannt hat in der Region, was wirklich hier an Kreativität herrscht und uns dann auch durch die Ausstellung Nuform, das Design
Design Department die Chance gegeben hat, professionell mit ihm zusammenzuarbeiten, weil wir irgendwie sehr schätzen, dass er so einen weltoffenen Blick auch nach Aachen gebracht hat. Und das ist ja auch ein sehr großer Erfolg, dass wir jetzt seit 2 Jahren ein Design Department aufgebaut haben mit Objekten aus Holland, Belgien, Deutschland und auch verschiedensten Hochschulkooperationen hier aus Deutschland, was sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Der weltoffene Blick, das wird ihn sehr freuen und das wird er vielleicht als Andenken mit von Aachen nach Wolfsburg nehmen. Wie geht das denn hier weiter? Was ist so der Trend in der Designmetropole? Was glauben Sie, wie hier unsere Perspektiven sind? Was rufen Sie aus? Das hängt natürlich wirklich sehr davon ab, wie die Verantwortlichen jetzt in der Kulturpolitik entscheiden. Also wir wünschen uns natürlich sehr, dass auch das LUFORM Design Department eine Chance hat, weiterzulaufen. Was genau passieren wird, also wir erfinden uns ja auch ständig wieder neu. Das hängt ja auch wirklich davon ab, was dann für einen Nachfolger kommt, wie sich alles weiterentwickeln wird. Aber also wir sind natürlich am Start. Haben Sie schöne neue Ideen mitgebracht für die Region Aachen? Also wir haben ja immer große Ziele, ne? Unter anderem hier World Domination. Und was will uns das sagen? Das will uns sagen, dass wir natürlich die Weltherrschaft an uns reifen wollen, reißen, aber natürlich immer auch mit Liebe und Erbsen, Love and Peace, weil ohne Liebe geht's nicht. Sehr schön, vielen Dank.